Wenn das Video Banning sagt, würde ich mir wünschen, dass ihr überlegt, die Messstrippe darin irgendwie 50 cm länger zu machen. Das wäre jetzt der normale Prüfauflauf. Ein Pin auf den Außenleiter, ein Pin auf den Neutralleiter. Dann wird durch die LED 230 Volt angezeigt, im Display 228 Volt und die 50 Hertz angezeigt. Das Ganze kann ich natürlich einpolig auch feststellen, auf welchem Pol der Außenleiter liegt. Da sieht man dann nur, wenn ich einen Außenleiter habe, oben den Blitz und auch im Display den Blitz angezeigt. Jetzt bin ich auf den Neutralleiter, sieht man nichts angezeigt. Das Ganze funktioniert auch nur mit der zweiten Prüfspitze, wird auch der Blitz und die Leuchtdiode angezeigt, funktioniert einwandfrei. Als nächstes wäre dann der Außenleiter gegen den PE. Da muss ja die gleiche Spannung angezeigt werden. Sieht man anhand von der LED 230 Volt, 228 Volt und 50 Hertz. Wir haben auch hier die Möglichkeit, zwischen Phasen und Außenleiter zu messen, ob es hier um echte Spannung oder Blindspannung handelt. Wenn wir beide Prüftasten gleichzeitig drücken, fängt das Gerät, wenn es echte Spannung ist, zu vibrieren an und die Spannung bleibt ja auch erhalten. Dazu komme ich gleich noch. Wenn ich das Ganze, diese Last zuschalte zwischen Außenleiter und PE, löst der RCD aus. Heute besprechen wir, welcher besser ist. Ich mache das Video, weil ich immer wieder gefragt werde, was ich für einen Spannungsprüfer verwende und ob es da Unterschiede gibt, welcher das besser ist. Ich habe heute in dem Video einen kleinen Test vorbereitet. Ich möchte es vorwegnehmen, da ist weder der noch der andere besser. Nur einer von den zwei hat mehr Funktionen und darum ist der Ganze einfach interessanter geworden. Diese Funktionen von vorhin kann der BH an Probe 2100 Beta, in dem Fall, da gibt es auch drei verschiedene Versionen, genauso. Ich habe die LED-Anzeige 230 Volt, ich habe das Display 227 Volt. Wenn ich beide Prüftasten jetzt drücke, kommt so ein Alpha-Ton, das mir anzeigt, dass das tatsächlich die Spannung ist. Ich kann auch auf dem PE messen, ohne dass den RCD schmeißt. Wenn ich die Last zuschalte, schmeißt es auch bei dem den RCD, den FI-Schalter. Auch der hat die einpolige Spannungsanzeige, die funktioniert sowohl bei dem Teil als auch bei dem. Was er nicht hat, ist die berührungslose Spannungsmessung, berührungslose Spannungsanzeige, die der schon hat. Ein weiteres Detail, das ich jetzt in diesem Video nicht zeigen kann, ist, er hat einen sogenannten Kabelbruchdetektor. In vielen anderen Videos wird dieser Kabelbruchdetektor gezeigt als einpolige Spannungsanzeige. Da geht es aber darum, wenn in der Leitung irgendwo ein Kabelbruch ist, bis daher ist Spannung, dann ist das Kabel unterbrochen und dann liegt keine Spannung mehr an, kann man das mit diesem Duspol von Banning machen. Mit meinem Ampore an Probe kann man das nicht machen. Ich kann das in meiner Werkstatt nicht zeigen. Und zwar aus folgendem Grunde, diese einpolige, berührungslose Spannungsanzeige oder Kabelbruchdetektor funktioniert mit kapazitiver Ableitung, erstens einmal nur in geerdeten Systemen, mit kapazitiver Ableitung im besten Fall über einen Menschen. Wenn der Mensch so stark gegen Erde isoliert ist, dass keine Ableitung möglich ist, zeigt er das nicht an. Und in meiner Halle ist es ja so, ich habe draußen im Freigelände ein kurzes Video mit dem Handy gemacht, weil ich da meine Kamera nicht rausziehen will. Da blende ich das einmal kurz ein. Funktionieren tut es natürlich
nur, das sagt aber keiner, selbst in einem geerdeten System kann es sein, dass diese Funktionen nicht funktionieren, weil die kapazitive Ableitung über den Menschen nicht funktioniert, weil der Boden isoliert ist, weil das Schuhwerk isoliert ist, weil man auf Holz steht, weil man einfach das Erdungssystem oder die Erdungssituation, die in diesem Fall zu tragen kommen würde, zu gering ist. Es ist bei dem Benning super saubere Bedienungsanleitung mit dabei, wo genau die Funktionen drin erklärt werden. Ziemlich selbsterklärend, also da muss man nicht leicht dran basteln, nicht dran tüfteln. Eine Funktion, die der hat und viele, viele andere nicht. Einige natürlich bestimmt schon wieder. Für die meisten Funktionen, die dieses Gerät erfüllt, sind Batterien, die hinten drin sind und im Lieferumfang enthalten sind, erforderlich. Nur für die Grundfunktion, Spannung messen, ist die Batterie nicht nötig. Die nehme ich jetzt mal raus. Ich glaube, man kann das sehen. Benötigt werden 2 Stück AAA. Und jetzt probieren wir das. Darum keinen Schnitt. Man sieht das ganz deutlich, Display und auch diese Anzeige. Und wenn ich das drehe, sieht man, Batterie nicht eingelegt. Dinge, auf die ich nicht, persönlich nicht so viel Wert lege, die Spannungsmessung, die Spannungsanzeige wird mit dem True RMS, also Echtzeitverfahren, gemessen. Das Ding misst nach IEC oder ist geprüft nach IEC 61243-3 VD 0682 Teil 401. Bei uns gibt es ja für alles Normen. In dieser Norm ist zum Beispiel enthalten, dass die Batterie, wenn die fehlt, muss die Funktion trotzdem erfüllt werden. Ich weiß, ganz viele ältere Modelle erfüllen das nicht. Die werden aber trotzdem verwendet. Das Gerät kann das und da fühle ich mich schon auf der sicheren Seite, wenn ich das mache und ich weiß, selbst mit einer LAN-Batterie oder wenn keine Batterie eingelegt ist, funktioniert das. Wir haben Überspannungskategorien, Kategorie 4 bis 600 Volt und Kategorie 3 bis 1000 Volt. Messen, und jetzt kommt der große Faktor, warum ich mich für diesen Duspol, diesmal stimmt es ja, der heißt ja Duspol, entschieden habe, der kann Wechselspannungen bis 1000 Volt und Gleichspannungen sogar bis 1200 Volt messen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen älteren Modellen, die einfach nur bis 690 Volt messen können, habe ich ganz oft das Problem in der heutigen Zeit, dass mit Photovoltaik, Wechselrichter, Strings, E-Mobilität einfach mit höheren Spannungen gearbeitet wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Stringspannung von 800, 900 oder 1000 Volt habe, kann ich halt mit dem das messen. Ich kann Plus und Minus rausmessen, was ist Plus, was ist Minus, und brauche nicht zusätzlich wieder noch ein zweites Messgerät. Für mich ist ja wichtig, einmal die Wechselstromseite sowieso, aber dann halt auch die Gleichstromseite messen zu können, und da möchte ich nicht zwei Messgeräte wieder rumziehen müssen. Kann man machen, wie man mag. Ich finde es halt einfach gut. Des Weiteren ist es recht gut, wenn man irgendwie auch mehr oder weniger mit Elektronik was zu tun hat. Und das sind zum Beispiel auch ganz viele Ideen, die mit Bussystemen arbeiten müssen, Endwiderstände zum Terminieren oder irgendwie sowas einsetzen, um festzustellen, ob die Widerstände die richtigen sind und so weiter. Hat halt das auch eine Ohmmessung, eine Kleinspannungsmessfunktion, die man umschalten kann. Das haben halt die anderen alle nicht. Selbstverständlich zeigt er auch bei einer Kraftsteckdose, CE-Steckdose, die 400 Volt, 50 Hertz und mit dem grünen Pfeil rechtes oder linkes Drehfeld an.
um in Schaltanlagen auch was durchmessen zu können, ist der Durchgangsprüfer ganz praktisch. Da komme ich aber jetzt zu einem Negativmerkmal, das mir an dem Gerät nicht so gut gefällt. Verglichen mit vielen anderen ist dieser Duspol die Leitung zwischen den Prüfspitzen für mein Empfinden sehr, sehr kurz. Im Vergleich zu dem ca. 50 cm kürzer. Was in relativ großen Schaltanlagen schon ein bisschen unkomfortabel macht, irgendwas durchpiepsen, durchmessen zu müssen. Was jedoch eine sehr gute Funktion ist, ist die Möglichkeit eines Selbsttests. Prüfspitzen zusammen, beide Prüftasten kurz drücken. So kann man im Vorfeld schon mal sicher sein, dass die Anzeigen und so weiter, dass das alles funktioniert. Weiterhin eine gute Funktion, die Messstellenbeleuchtung mit einer sehr hellen Power-LED, wie ich finde, ist auch wirklich gut. Wie ich bereits erwähnt habe, wenn man so eine Widerstandstabelle nicht dabei hat und trotzdem Widerstände rausmessen muss, ist diese Widerstandsmessfunktion sehr, sehr gut. Die meisten zweipoligen Spannungsprüfer können da Batterien nicht messen. Wie gesagt, da hat man die Kleinspannungsmessfunktion, da wo das sehr wohl funktioniert. Ich muss auch sagen, ich bin vom Preis sehr, sehr beeindruckt. Es gibt davon drei verschiedene Versionen. Den Duspol Analog, den Duspol Expert und den Duspol Digital. Der Analoge hat halt viele dieser Funktionen nicht, kostet um die 50 Euro. Dann gibt es den Duspol Expert, der hat fast die gleichen Funktionen, hat nur das Display nicht, kann aber über die LEDs das Ganze anzeigen. Der kann halt Gleichspannungsseite nur bis 1000 Volt und nicht bis 1200. Ein paar so Sachen kann er nicht. Der kostet um die 65 Euro, um die 60, 65 Euro und der digitale um die 75 Euro. Im Vergleich zu dem, wo ich immer schon gesagt habe, das ist mein liebstes Gerät, der kostet über 100 Euro, hat aber einige dieser Funktionen eben nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Flugge oder anderen ausschaut. Ab welchem Preis dann die Flugge auch die komplett gleichen Eigenschaften haben, weiß ich nicht. Aber da finde ich, das ist schon ein Kampfpreis. Alle drei von diesen Benning Duspol verlinke ich unter mal. Und ich möchte dazu sagen, ich bin von Benning nicht gesponsert worden oder irgendwas. Ich habe mir das Ding selber gekauft. Ich habe mir das Ding selber gekauft und habe selber jetzt das getestet und teile euch mit, warum das so ist. Nicht nur, was er kann und wie und was, sondern die praktischen Hintergründe, warum ich das gemacht habe. Bei vielen ist es so, dass sie auch von den Marken der Messgeräte einen Favoriten haben. Ich habe mein BH richtig, richtig gern mit. Nur wenn es da jetzt aktuell nichts gibt von diesem, der das kann, ja, dann muss ich auf ein anderes Produkt ausweichen, so leid mir das tut. Ich weiß, wenn ich sage, okay, ich habe einen Flugge, dann kaufe ich immer alles von Flugge. Aber wenn irgendein anderer irgendein Gerät herstellt, das genauso gut ist oder mehr Funktionen kann und eine Funktion davon ich brauche, ja, dann muss ich halt auch mal auf ein fremdes Fabrikat, eine fremde Marke zurückgreifen. Wenn das Video Benning sagt, würde ich mir wünschen, dass ihr euch überlegt, die Messstrippe darin irgendwie 50 cm länger zu machen. Manchmal dabei irgendwie das, aber diejenigen, die das tagtäglich brauchen, nicht nur zum Steckdosen probieren, sondern tagtäglich richtig arbeiten damit, irgendwas außermessen, außerpipsen, Schaltschrank bauen, Spannungen messen zwischen dem und dem, war es ganz interessant, wenn die Leitung ein bisschen länger war. Vielleicht war das eine Anregung, die Gehör findet. Das war's von dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, servus. Und lasst euch nicht verarschen.